Hallo zusammen. Ich bin jetzt auf meinem Marsch nach dem Meiji-Schrein in Harajuku angekommen. In Harajuku bin die berüchtigte Takeshita Doria einmal runter. Es war überraschend leer. Also es war bei weitem nicht so voll, wie ich es vermutet hatte. Also wie ich befürchtet hatte. Es sei denn, da war jetzt mal eine Schulklasse oder sowas irgendwo auf dem Weg. Weil ab und an rauschen hier wirklich Schulklassen durch, vermutlich die aus anderen Teilen Japans hierher zum Sightseeing oder sowas kommen. Mache mich jetzt gerade auf den Weg von Harajuku runter nochmal nach Shibuya und werde vermutlich dann nochmal in den Mega Donkey gehen und mich da ein bisschen umgucken. Unterwegs habe ich mir jetzt mal was Leckeres zu essen gegönnt. Finde ich für 550 Yen, ja, kann man sehen, wie man möchte, ob das teuer ist oder nicht. Das ist so eine Art Corn Dog. Meiner ist jetzt hier mit Käse gefüllt, das ist mit Mozzarella. Der wird entsprechend paniert und außenrum kommen so kleine Pommesstückchen. Das Ganze kann man dann einmal in Zucker wälzen. Ich habe das jetzt testweise mal gemacht und sie haben so Ketchup und Honey Mustard Zeug. Davor steht, man wirft sein Geld in so einen kleinen Automaten und dann bekommt man so ein kleines Ticket, obwohl das ist so eine ganz winzig kleine Bude. Das Zeug kommt ja, glaube ich, aus Korea ursprünglich, der Trend hier. Alles nett und freundlich, spricht auch Englisch. Nebenan ist ein Kebab-Stand, wo auch irgendein arabisch-europäisch-stämmiger Typ hintersteht. Ich sitze hier jetzt ein bisschen in der Nähe, in so einer Ecke in einem Wohngebiet. Hier nebenan ist so ein Laden mit irgendeiner Samurai-Rüstung und Waffe. Ich gucke da gleich mal in Ruhe rein, aber ich wollte erst mal was essen. Probieren wir das Ganze mal ganz kurz. Fällt mir fast vom Stock. Interessant mit dem Zucker. Muss ich jetzt persönlich nicht so haben. Aber was das. Ui, fällt mir fast vom Stock hier. Ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ein normaler Ketchup. Hübsche, schöne Frosche. Schöner Mozzarella. Mozzarella schmeckt halt auch nach nichts. Ja. Kann man halt. So ist es hier. Richtig schön den Käse drin. Der schmilzt halt, wenn das Ding frittiert wird. Hat mich jetzt 550 Yen gekostet. Das sind jetzt. Ja. 4 bis 4,50 oder sowas. Aber wir sind halt mitten in der City. Ich habe ja schon versucht, nicht auf die größten Sachen da reinzugehen. Netter, kleiner, fettiger Snack schon durch. Macht auch ein bisschen satt. Gibt es auch mit einem, also wie ein Corn Dog, mit einem Würstchen drin. Das war halt nicht so meins, deswegen halt nehme ich Käse. Also, ganz an einem Stock für unterwegs. Kann man auf jeden Fall mal machen. Klebt ein bisschen im Hals. Kann man auf jeden Fall mal machen. Nett und lecker für zwischendurch. Na, wir schauen mal, wo wir noch landen.